Aloha und willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns den zweiten Boss aus dem Auge der Festung der Stürme an, der Leerhäscher. Dieser zählt zu den einfachsten Encountern aus dem kompletten T5-Bereich. Der Fight besteht aus einer Phase mit drei Fähigkeiten. Der Boss wird mittig im Raum getankt. Dafür benötigt er mindestens zwei Tanks, da der höchste in der Agro in regelmäßigen Abständen immer weggeschlagen wird und einen massiven Teil seiner Agro verliert. Am besten habt ihr jedoch drei Tanks. Außerdem hämmert er mit kurzen Abständen auf den Boden, was Schaden am kompletten Melee-Camp verursacht. Als letzte und gefährlichste Fähigkeit verschießt er arkane Kugeln, welche ihr auf keinen Fall abbekommen solltet. Diese machen enormen Schaden und bringen alle Getroffenen für 6 Sekunden zum Schweigen. Die Kugel verfolgt euch allerdings nicht und landet dort, wo ihr zum Zeitpunkt des Abschusses standet. Zudem fliegt sie relativ langsam und es werden, und jetzt aufgepasst, keine Ziele in Melee-Range getroffen. Dadurch kann man den Boss in zwei verschiedenen Taktiken spielen. Bei der ersten stellen sich alle Raid-Mitglieder bis auf die Jäger in den Leerhäscher hinein. Hierbei muss nur der Pull etwas geübt werden, da sich alle Spieler bis auf die Hunter in einer Traube mit dem Tank als Spitze dem Boss nähern. Bringt außerdem genügend Raid-Heilung mit. Die Jäger stehen außerhalb des Kreises, machen etwas Schaden und bleiben vor allem in Bewegung, um den arkanen Kugeln auszuweichen. Das ist mit in Sachen Koordination die einfachste Taktik, die man spielen kann, da sich niemand mehr bis auf die Jäger so wirklich bewegen muss. Ihr benötigt allerdings massig an Raid-Heilung und ein paar Hunter, die sich nicht vor dem Bosskampf ein paar Schlaftabletten eingeschmissen haben. Alternativ könnt ihr natürlich noch die Standardtaktik spielen. Bei dieser stellt ihr euch um 360 Grad um den Boss auf und stackt am besten in Zweier- oder höchstens Dreiergruppen. Zoomt mit eurer Kamera so weit raus, dass ihr die Geschosse immer im Blick habt. Jetzt rennt die komplette Gruppe Richtung Wand, sobald eine Kugel in eure Richtung fliegt. Anschließend geht's wieder zurück an eure Position. Haltet außerdem, und das natürlich bei beiden Taktiken, immer euer Damage-Meter im Auge. Benutzt agro-reduzierende Fähigkeiten wie Verschwinden vom Schurken, Totstellen vom Jäger oder Seelebrechen vom Hexer wirklich auf CD. Als Schurke könnt ihr zudem mit Mantel des Schatten den AOE-Melee-Schaden umgehen. Macht euch als Tankheiler zudem darauf gefasst, dass ihr nach dem Wegschlagen direkt den zweiten Tank heilen müsst. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch gerne direkt einen Daumen sowie ein Abo da. Über einen Kommentar freuen wir uns natürlich auch. In diesem Sinne, viel Spaß in der Festung der Stürme und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen, man weiß ja nie.